Gut, gesichtsloser Schrein. Perfekt. Ja, ich hatte gedacht, wir sehen jetzt einen Ladebildschirm mit unserem neuen, mit meinem neuen Design. Oh, voll laut, ey. Ja, ich habe auch gesehen, was ist das denn? Ja, jetzt gerade irgendwie so ein neues Quest-Symbol irgendwie so. Ja. So, wer wagt es, meine Ruinen zu betreten? So ein untoter General oder irgendwie sowas. Okay. Wir machen denn schon wieder Gefangene hier drin. Hast du den Laserstrahl gesehen? Von dem Monster? Ich hab nichts gesehen. So einen roten Laserstrahl gerade gesehen. Ich muss rein. Na schon wieder. Ja, ja, ja. Der Fleischfresser. So, irgendwo ist er gefangen. Hört sich an wie ein wütender Veganer. Ja. Ihr habt mir das Leben gerettet. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ich bin noch nicht bereit. Ja, jetzt habe ich den Laserstrahl gesehen. Ihr seid ein Heiliger. Ja, total. Ich bin heilig. Das liegt an den Klamotten. Ich bin unheilig. Das ist mein Titel. Keine Angst, Alter. Es ist Sparta. Ich habe schon wieder für meinen Pferd eine Rüstung bekommen. So. Das ist ja geil. Das ist schon die dritte. Ganz am Anfang habe ich auch mal eine gefunden. Oh Gott. Drei, ja, wie kann er es wagen? Ich tue mal alle meine Booster. Siehst du mal diese Druckquellen, die ich aktiviere? Ja, sehr gut. Für mich wieder diese eine wie Perle hier von One Piece, ja. Ich bin verletzt. Ich bin in Lebensgefahr. Ich bin in Lebensgefahr. Ich frage mich eigentlich, wie die Perle in Live Action dargestellt haben. Warte nicht. Ob der überhaupt da vorgekommen ist oder nicht. Die sind ja schon beim Party, glaube ich. Ja. Ich glaube. Ich habe irgendwie mal so ein Bild von Chopper, glaube ich, schon gesehen. Von wem? Von Chopper. Also Chopper, ja, ja. Irgendwie war nicht. Also, sah jetzt nicht schrecklich aus, aber weiß nicht. So ein bisschen so wie Sonic hier sah das aus. Ja, wie soll man das? Habe ich mir gar nicht Gedanken darüber gemacht, wie die Chopper irgendwie so darstellen wollen in der Serie. Ein bisschen schwierig. Eine 3D animierte. Der Brook. Ja, ne? Oder so Frankie nach dem Timeskip. Ich weiß nicht, ob es so weit gehen wird, ey. Ist einfach nur so, weil so Styropor, Schulterrüstung, ne? Irgendwie so aus Pappmaché oder so. Hey, ich bin Frankie. Au.
kann man da Läuterung? Oh Gott. Oh du. Komm mal her, du. Ich bin noch nicht bereit. So, Jagdmesser. Und wieder damit. Oh, dieses Jahr. Oh, warte. Wo sind Gegner? Ich muss warten. Oh, damit mache ich den Obelisken ja kaputt. Nein. So zwei Druckwellen, das Ding war weg. Oh, wenn du zu viel Schaf gegessen hast. Oh Gott. Ich bin noch nicht bereit. Sieht aus wie immer war. Dann ist er tot. Ja, sehr gut. Ich hau da rein. Gleich wütend. Nein, dann nicht wütend. Aua. Ah. Nein. Tür ist versiegelt. Ich bin noch nicht bereit. Müssen wir den wieder machen. Muss mal jemand seine Tür auflassen? Ja, kannst du das selbst probieren, indem du deine Haustür auflässt. Ich habe irgendwie meine Knopfbelebung habe ich so ein bisschen geändert. Okay. Also all meine Angriffe sind jetzt hier auf den rechten Knöpfen, so Dreieck, Viereck und so. Alle meine Boosts sind jetzt hier auf die Schulterknöpfe. Ah, macht Sinn. Fleischfresser getötet. Sind wir irgendwie Veganer oder so? Das greifen wir die hier an. Oh, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Oh Gott. Feuerschwert hat Rang 8 erreicht. Ich muss warten. So, haben wir den einen verpasst? Wo ist noch einer? Hier.
vorbei, sind wir dann vorbeigelaufen. Stimmt, ich kann ja auf der Karte auch hier, ne? Siehst du das? Den Pin, den ich auf der Karte gemacht habe. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Könnte man ja auch mal machen. Und sagen wir, ich, oh, benutze da ist Karte, ich benutze die Karte aber nicht. Ja, siehst du nicht auf der Minikarte, den Pin? Also ich, naja, auf der Minikarte sehe ich den nicht. Ja, ich habe den jetzt auch gerade weggemacht. Ja. Seht ihr nicht auf der Minikarte? Nö. Boah, ist ja voll lahm. Der Daniel hat immer irgendwelche Probleme mit der Karte. Ich bin noch nicht bereit. Sonic Boom, Sonic Boom. Sonic Boom. So, jetzt müsste die Tür offen sein. Und die Tür. Das sind Kodexen, da gibt es zum Beispiel nicht den, der die Anzahl meiner Skelette erhöht. Den gibt es wahrscheinlich nur als Aspekt, den du aus einer Waffe raus oder aus einer Rüstung rausziehen kannst. Ja. Ja, macht auch Sinn, sonst, sonst könntest du ja dann in jedes. Hast eine Armee. Ja. Da weiß ich nicht, kann man. Also kann man halt öfter reinpacken. Aber das geht. Okay. Ja, das ist ja voll krass dann. Wenn er den jedes Ausrüstungsding reinpackt. Dann gibt es das wahrscheinlich auch nicht als Kodex, sondern was ist Aspekt, ne? Also müsstest du das Glück haben, erstmal so einen zu kriegen. Okay, was geht? Der geht für schlecht. Ich prüfe mich mal hier kurz. Wow. Jetzt glaube ich auch nicht. Urteil der Mutter, hatten wir die nicht schon getötet? Ja, irgendwie haben wir die schon voll auf, glaube ich. Hast du wieder deinen Wirbelwind, Daniel? Ja, auf irgendeine Waffe habe ich das, glaube ich. Ah, okay. Ich weiß nicht, wo ich den, wie ich den auslöse, aber irgendwie wird er manchmal ausgelöst. Ein legendäres Amulett, ist aber nicht heilig. Scheiße. So, ja, jetzt habe ich ja was Heiliges bekommen, aber das ist schwächer als was ich jetzt habe. Eine heilige legendäre Axt. Und weiß das nicht. Eine andere. Wie ist mit dem anderen? Wie ist denn das bitte schon? Was? Wie ist denn das Ding schwächer als meine goldene Einhandwaffe? Das gibt's nicht. Ich will doch nur was Legendäres haben, Mann. Wie kann es denn sein, dass mein goldenes Heiliges irgendwie 86 Punkte stärker als dieses legendäre Ding? Ja, ja, weil es heilig ist, ne, und neu. Ja, aber das auch. Das heilige Legendär. Ja, dann weiß ich nicht. Dann. Das ist voll der Kack hier. Oh. Kann man nicht irgendwie. Nö. Kann man sich nicht irgendwie auch aus der Dings hier raus teleportieren, aus einer Dungeon irgendwie? Wenn du die Taste nach unten drückst oder so, aber. Ja, kommst du nicht nach Körperstadt? Zab. Da wo du zuletzt warst oder so. Sabine Z, wo ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Ich nur da mal. Nein, nein, mach das nicht, da ist eine Falle. Daniel!
Ah, Reisender, ihr seid endlich wach. So. Ich jetzt eigentlich hier irgendwie komische. So. Okay. Okay, folgt mir am besten nicht. Ich bin jetzt hier, was weiß ich, wo gelandet. Oh, das muss ich sehen. Ja, ich gehe woanders hin. Ich gehe zu Hinterpfuhl. Wir haben diesen einen Ort gelandet, wo wir ja. Diese, wie heißen die nochmal, diese Graben oder Gruben oder wie auch immer gesammelt haben. Ja, das ist eine Quest. Da war eine Quest. Is crying for help. Ich kann sofort. Ja, mach halt. Das Böse hat dieses einzige Monument des Glaubens pervertiert. Ich hab gedacht, das heißt perversiert. Pervertiert geht auch. Perversiert, das habe ich noch. Weiß nicht. Geht. Boulevard der brennenden Wut. Ich habe eine anständige Auswahl, solange ihr nichts gegen Waren. Wo ist denn der hin, ey? Ihr braucht Rüstung? Die habe ich hier. Weg damit. Muss sowieso nicht. Nein, weg damit, weg damit, weg damit. Kann auch Siegel kann man auch wieder verwerten. Was sind Siegel? Ja, wie heißen die Dinger für Albtraum Dungeons, die man da bei dem Okkultisten herstellen kann. Ach die, diese. Ja, Albtraum Siegel. Damit man da reingehen kann, damit man die freischaltet. Ja, genau. Ja. Die kann man auch wieder verwerten. Ich weiß ja nicht, was das bringt, aber kriegst du das wieder, was du brauchst, um die herzustellen, nehme ich an. Oder irgend so ein Kack. Wenn du dich zu tust du dich direkt zu mir hin teleportieren oder immer nur irgendwie in so eine Stadt oder so, wo ich letztes wenn war. Was, ich glaube nur eine Stadt, weiß ich nicht. Okay. Sonst wäre ich schon da hinten hingegangen. Expertise mit zwei Handschwertern. Habe ich überhaupt zwei Handschwert aufgesetzt? Ach, der Angriff. Ah. So, wir machen unseren Weg hier nach oben. Da ist kein Intelligenzpunkt im Weg ausgezeichnet. Dann nochmal das den hier. Dann kriegen wir plus 10 Stärke und plus 10% mehr Schaden im Berserker-Modus. Und dann gehen wir hier in. Oh nein, da ist Intelligenz im Weg. Nein! Mein gesamter Bild ist ruiniert. Oh, ich habe einen Erfolg gekriegt. Neugieriger Sammler trägt 10 Gegenstände beim Okkultisten ein. Oh, ich sehe gerade auf diesem zweiten Paragon-Dingen ist auch noch mal so ein Glyphensockel. Ich hab's auch schon gesehen. Ich hab's jetzt erst gesehen. Ah, Schaden mit ja genau, ich habe Schaden mit Schwert erhöht. Ah. So, was so? Okay, anscheinend tust du dich doch zu mir teleportieren. Aber nur wenn ich durch so ein Portal gehe, weißt du? Ja. Wenn du gehst, hinterlässt du ja so ein Portal und dann steht da abstimmt dann jede oder so. Naja. Ja, ich habe noch gesehen, wie ich habe erst gedacht, irgendwie die Gegner werden auf einmal hier gesprungen. Und dann die Skelette wieder als erstes aufgetaucht sind. Okay, ich glaube ich alles klar, okay, ja ich sehe es schon. Was? Ich habe das jetzt mit dem Blizzard da ausgerüstet.
Okay. Meine Skeletten, meine Eismagier machen jetzt einen Blizzard. Sehr geil. Das ist dieser komische Regen, den wir vorhin gesehen haben. Jetzt hast du... Jetzt bist du der Nachtkönig. Ja, aber das war komisch, woher der Regen kam. Ich hatte das vorhin noch gar nicht. Da war das irgendjemand anders oder so. Angesuchtes Wrack. Hier ist nichts von Bedeutung auf der Karte. Außer vielleicht ein Lilf-Schrein irgendwo. Bestimmt. Vielleicht schon um diese Ecke hier? Nein. Oder vielleicht hier? Nein. Aber stimmt, wenn ich hier hingehe, ne? Nee, verdammt. Aber bestimmt, wenn wir hier hochgehen. Aus dem Weg. Nein. Ich muss warten. Pablo. Hätte ja sein können. Dann gehen wir zum verrottenden Deich. Was ist hier denn? Eine Dungeon für Jäger. Und direkt daneben ist noch eine Dungeon für Jäger. Was zum... Sie haben gehört, als wäre ich mit meinem Pferd irgendwie voll gegen so eine Stahlwand gerannt. Ja, das reicht. Okay, was hat der? Ereignis beigetreten. Ja, komm. Schmuggelware. Ich hab Schmuggelware, geht doch mal gar nicht. Ich muss warten. Wie ist das anhört mit dieser Druckwelle? Jetzt zwischen den Dimensionen schneiden. Oh Gott. Ich muss warten. Immer voll daneben auch mit diesen Feuerbällen. Habe ich nur hier umgeschaut. Oh, was krieg ich Schlangen schlechter. Da ist er. Wo ist denn der? Ja. Ja, hier. Nein! Ich war die Schlangen los, ja, da hat er eine Wand aufgestellt. Ich muss warten. Da hab ich geblockt. Mein Gott. Ah ja! Meisterschaft!
Mein Gott, da war ja gar nichts drin. Nee. Scheiße. Boah. Mein Geld zurück. Apropos Geld. 16 Millionen, cool. Moin. Guck mal, Millionen einfach nur 9. Ja. Ja, deine Aspektausgaben. Das ist mega fett. Ich muss einfach nur Kreis um mich drehen. Ich lasse es regnen, der hier ganz ruhig. So, was müssen wir hier machen? Kochtopf. Ich will mich verbergen. Damit sollen wir Leute vergiften? Ja. Cool. Wäre eine gute Tat. So. Sprecht mit dem Typen, okay. Ich hoffe nur, wie es vom Himmel regnet. Wie das Unternehmen Blizzard. Ja, ja. Das macht alles Sinn. Oh nein, ich habe einen Schluck auf. Okay. Zu deine Augen wieder ganz vorsichtig berühren. Okay. Legendäres Amulett. Kann ich mal ein anderes legendäres bekommen außer ein Amulett immer? Ich hab keinen Schlüssel mehr, ne? Also ist 0,1% schwächer als das, was ich geschätzt habe. Was soll ich mich Dreck? Hm. Noch ein Waffenständer. Ein Eisenbrocken, was zum. Das ist keine Waffe. So. Plus 3 Intelligenz, was soll ich denn damit? Hier ist der. Nicht unerwartet, aber doch enttäuschend. Vielleicht finden diese Fanatiker noch einen Weg. Doch vorerst gibt es zumindest weniger von ihnen, die Probleme machen. Ja, die war vergiftet haben. Oh Mann, ich kriege auch irgendwie nichts Besseres mehr so ausrüstungsmäßig. Oh, sind wir hier so in dem Gebiet relativ fertig, glaube ich. Ah, das ist schon wieder ein neuer Quest, aber. Sogar aktuelle Sachen gibt es wahrscheinlich nur in den Albtraum Dungeons. Ja, ja. Oh, die sind ganz schön schwer. Was ist das hier? Legionsereignis. 3 grausige Gaben, flüstern verfällt in 17 Stunden. Das sagt man nicht. Die Gruppe muss folgendes erobern: Kreuzritterdenkmal. Er klingt nach einer Festung. Gehen wir mal da ein. Außerdem ist da noch nichts erkundet. Jetzt so eine Festung. Wer ist eigentlich der Typ da auf dem Thron? Irgendwas ein Vampir oder so. Bin clever, ich gehe jetzt erstmal in die Stadt zurück und dann gehe ich in ein Portal, damit ich. Oder Daniel ist ja schon hier, ja. Scheiße.
Ich bin jetzt in das Portal gegangen und dann. Nein, ich mach das nochmal. Ich geh nochmal in das Portal. Aber ich bin genau neben dir. Oh nein, das ist jetzt. Das ist peinlich. Ich kann mich hier auf den Stuhl setzen. Fuck. Hm. Willst du in die Stadt, um was zu machen? Das ist eine Quest. Guck mal hier. Oh. Ich weiß, ich war vorhin schon hier. Hättet ihr einen Moment, mein Kind? Braucht ihr meine Hilfe? Will der uns von Gott erzählen? Ich wünschte, ich bräuchte keine, aber... Wer hat er da denn gesagt, benötigt ihr Hilfe? Simon. Vor ein paar Wochen verschwand er in Begleitung eines seltsamen... Der Charakter hat dazu gesagt, als hätte der ein Monokel und eine Tasse Tee in der Hand. Benötigt ihr Hilfe? Das ist ihm nicht ähnlich. Könntet ihr? Wisst ihr, wo er hingegangen ist? Hier. Er hat etwas auf diese Seite seines Tagebuchs geschrieben. Er lässt immer diese Papiere zurück. Ein Mann ist in unsere kleine Stadt gekommen. Viele Leute kommen hier vorbei, aber etwas ist anders an ihm. Etwas Geheimnisvolles. Ich glaube, Weg. Ein bisschen. Vater Daimus hat mich vor ihm gewarnt. Aber der Schwertkämpfer hat mich eingeladen, mit ihm zu reisen. Es gibt Orte voller Wissen, sagte er. Ich will sie finden. Wir schlagen unser Lager östlich von hier beim Verfallenen Bauernhaus auf. So ein Pferdetyp. Ja, meine Pferdeklamotten nicht die ganze Zeit freischalte, nachgucken. Haben deine anderen Charaktere andere Stimmen? Ja. Ich glaube ja. Ja, okay. Die klingen wahrscheinlich alle wie mein Totenbeschwörer. Ja. Ah, natürlich gibt es hier nirgendwo einen Stall, ne? Doch da. Guck mal, wie er aussieht. Lass mich mal raten, wie ein Pferd. Ja. Verstanden. Also. Ich teleportiere mich mal zum Dan. Ja, okay, die sehen jetzt nicht so. Ich meine, hi, Dan. Ne, ich tue mein Pre-Order-Pferd nutzen. Day One Edition oder was auch immer ich da gekauft habe damals. Wir uns erstmal um die Quest, wie es hier reicht. Und dann können wir mal nach oben gehen. Ich glaube, da ist eine Festung. Ich weiß es aber nicht. Das verfallene Bauernhaus. So. Geh weg, pass mich nicht an. Einfach durch die Gegend fliegen. Ich bin noch nicht bereit. So, schreien. Altar meine ich. Na, was soll ich denn damit? Intelligenz. Ich weiß nicht, ob ich dann immer zweimal aktivieren kann. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich kann das nicht. Ich glaube, du hast doppelt Intelligenz. Ja, du hast doppelt Intelligenz nötig. Deshalb darfst du da zweimal aktivieren. Nein, ich will aber nicht. Was erhöht das denn bei dir? Bei mir erhöht das meine Skillfähigkeit, den Schaden von meinen Fähigkeiten. Oh, weiß ich nicht. Mal gucken, Intelligenz, Widerstand gegen alle Schadensarten, also Verteidigung. Ist doch nicht schlecht, das ist mehr aus, ne? Ja. So, Intelligenz, erhöht den Fertigkeitsschaden, erhöht euren Widerstand gegen alle Schadensarten. Ja. Also haben wir eigentlich im Prinzip müssen wir eigentlich das selber haben, ganz ehrlich.
Ja, aber meine Fähigkeiten werden nicht stärker. Stärke erhöht sich meine Rüstung. Ich nehme an, Stärke erhöht sich bei mir die Schadensarten und so. Den ganzen Schaden. Den Schaden, den ich ausheile. Mein Gott. Stärke erhöht den Fertigkeitsschaden bei mir. Und Rüstung. Das ist zum Beispiel für mich Intelligenz. Ja. Als Maul. Oh nein, die Kuh ist tot. So, aber mir hat... Aber jetzt gerade wieder Blaus hier. Schießkassettenschüsse. Was ist das? Hat er schon wieder eine neue Kiste? Ich muss. Oh, ich habe hier was gefunden, Alter. Das ist ein Aufzeichnen. Mein Begleiter wirkt auf viele schroff, aber hinter seiner Fassade und seinem Schwert steckt ein Gelehrter, der ebenso nach Wissen dürstet wie ich. Er weiß Dinge, an die ich nicht mal gedacht hätte. Und er ist großzügig. Ja. Manche Gelehrte hoffen, wir wissen eifersüchtig. Er nicht. Ich habe darum gebeten, dass wir die Statue des verehrten Tribald aufsuchen, obwohl ich sehen kann, dass er sich dagegen sträubt und in meiner Bitte aufsetzt. Irgendwie ist ja nichts mehr. Okay. Dann gehen wir mal zu dem Unbekannten. Aua. Aua. Ich bin noch nicht bereit. Hör dich die ganze Zeit Aua sagen, dabei nimmst du gar nicht so viel Schaden. Du bist eine kleine Drama Queen. Hey, was? Ich bin sehr sensibel, okay? Oh, ein Wolf. Ich weiß nicht, Schwertwunden, da kriege ich immer Migräne vor. Oh nein, es gefriert, weil ich rutsche gleich über das Eis und dann mache ich Whoa! Und dann nimmt mich jemand und wäscht mich damit. Ja, der benutzt mich als Waffe, als Seife. Jetzt hast du zum Beispiel ein bisschen Schaden genommen, Daniel. Jetzt kannst du Autsch sagen. Ich habe im letzten Kampf einen Nagel abgebrochen, Mann. Ja, der steckt jetzt im Auge des Gegners. Autsch. Ich bin noch nicht. Na, das ist schmerzhaft. Wer hast du das gemacht mit dem? Dieser komischen Windbarriere da? Nee. Okay, das sah so aus. Ich habe nur gesehen, wie du irgendwas gemacht hast und auf einmal ist das aufgetaucht. Aber wir stehen im Regen, tanzen im Regen macht Spaß, doch die Füße werden pitschnass. Nee, grenzliche Zutaten. Wir haben noch 100 Materialien von jedem Monster. What? Was? Was sind Zutaten? Zutaten. Also ich habe Zutaten verstanden. Na, ist auch bei Thanksgiving. Ja, toll, was hat denn das jetzt? Ja, da gibt's Truthahn. Ja, toll. Da ist man dankbar. Deswegen ja. Gibt man. Ja, ich bin immer dankbar. Nein, daneben. Trotzdem ordentlich Schaden, obwohl man ja Sachen so unterhält. Was ist das denn? Was war denn diese Wand da gerade? Ich habe nichts gesehen. Nee. Also diese Windwand? Ja, ja. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist eine Fähigkeit von den Gegnern. Ja, okay. Ich bin das nicht, keine Ahnung. Ich mache nur Blitzers. Tötet halt auf, Bewohner. Du hast nichts. Ich
Der heilt den die ganze Zeit, der Pisser. Keine Festung, aber da oben irgendwie. Nein. Hm. Wieder ein paar Dungeons, aber ja, sieht nicht so interessant aus. Noch, ja, ist noch irgendwas. Also, was geht? Teile der zersprungen. Hier wäre irgendwo eine Festung. Oh. Ereignis beigetreten. Unheiliger Altar, also ein Ereignis. Hm. Oh, das ist ein Anker, Daniel. Alter, wir beschützen dich. Mach es näher. Komm mal weg von der. Muss in ihre Belohnung gehen. Gewehr in der Hand. Ich hab die Ziele. Na, oh ja. Ich muss warten. Komm, komm, komm.
Schluss warten. Ja, von euch ist der Boss. Du. Aber wir sollten keine Zeit verlieren. Stimmt, sollst uns so schnell wie möglich eine Belohnung geben. Oh Mann, ja gar nichts drin. Was halte ich von einer Belohnung? So, da wie viele Jäger, Druide, alle. Aber keiner von uns hat so Barrieren. Wenn da der eine Buff da steht, er nicht als Barriere, wenn er. Ja, meinst du? Bro, unsere Verteidigung mit der Höhe oder so. Wie heißt das nochmal? Erstärken? Ne, wie heißt das? Ach, Stärkung, wie was ich mit meinen Dings hier mache. Ja, ja, ja. Ne, das ist wieder was anderes, glaube ich. Ja, okay. Das ist diese Kuppel, die ja manchmal ausgelöst wird. Oder okay, ja, ich hab das Ding noch, aber das bringt es nicht. Ich habe noch keine gesehen. Wenn wir diesen riesigen Schild um uns herum aufbauen. Ja, aber das geht nur alle 90 Sekunden, ey. Ich habe noch gar nicht gesehen, wie du das gemacht hast. Du bist am falschen Zeitpunkt zum falschen Ort, ey. Du bist so. So, hier haben wir eine Festung zum Erobern. Yay, ich komm. Haben wir hier noch was? Nö. Dann gucken wir mal. Ob der Daniel hat überleben wird, seht in der nächsten Episode. Schaltet ein. Fängt ihn nicht zu folgen so an. Ich lieg einfach nur am Boden. Sieht verlassen aus. Ich lieg so auf dem Boden, so wie die Karte. Ich mag das Thema von dieser Festung sind Ritter. Was ist denn jetzt der, ey? Da, ich bin eingefroren. Ich weil du zu lange im Blizzard gestanden hast. Ich weiß immer noch nicht, was das macht, aber okay. Das tut ihn unterkühlen, was auch immer das heißt. Blizzard an sich macht ja Schaden, aber das unterkühlen heißt, weiß ich nicht. Egal. Ich verlangsamen, nehme ich an. Ja, der Boden ist gefroren. Kann ich gut vorstellen, dass die dann sich nicht bewegen können oder so. Hier kommt bestimmt gleich der Boss. Außer hier ist noch was lohnenswert. Ja. Haha, komm hier hoch. Ja, hier sind Gegner, die nicht aufgetaucht, warte. Oh Mann. Ich hatte einfach so normale Gegner. Na, das. Da sind von den Gegnern diese Wände? Das bin ich nicht, das mache ich nicht. Das, die Gegner, das können die doch schon immer, Daniel. Da haben wir schon. Ja, du vielleicht nicht, aber das ist schon ganz oft passiert, du. Du bist doch ein Schein. Achso, den habe ich nicht gesehen. Ich dachte, du wolltest mir den komischen, robusten Handschuh zeigen, der da auf dem Boden liegt. Was soll ich damit, ey? So. Gute Güte, der ist ja nackt. Haben die alle keine T-Shirts, diese Toten hier? Fucking hell, ey. Schon mal was von Discount gehört? Also, wo ist denn der Denkmal? Hast du schon erobert? War es das schon? Ich hab dir alles.
Geräusch voll gut von diesem Angriff. Das ist aber irgendwie nur im Berserkerkampf, glaube ich. Die Fehler meiner Vergangenheit. Also immer, du bist doch immer im Berserkermodus. Lasst unsere Brüder ruhen. Nein, ich will ihr Gold. Oh, Tristan. Alter. Er hat uns angegriffen. Okay. Lasst die Olympischen Spiele beginnen. Also Sir Tristan, die waren ganz schön scheiße. Wie verschlossen? Er ist verschlossen, das Feuer. Nein, du kannst ihn nicht anfassen. Leute, die Schädel in der rituellen. Bring Zeugs um, alles klar. Dann machen wir die ganze Zeit schon, wir können die Leute läutern, nicht töten. Wir bringen sie ins gelobte Land. Tagebuch eines Grabräubers. Na, no, warum findest du die Dinger immer? Ja, sonst hast du die ja immer gefunden, was willst du eigentlich von mir? Ne, irgendwie findest du die immer, ich übersehe die dauernd. Ich kann auch nicht helfen. Ich interagiere halt mit der Welt. Ich bin eins mit der Natur. Ich bin im Einklang mit mir selbst. Vergönnt uns heute Abend. Alles klar, worum geht's um diesen Tag? Das Wie ist nicht das die wichtige Frage hier. Nein, das Warum. Oh nein, so weit wir reingehen. Nee, da geht's nicht. Oh nein, er hat die gerunshottet. Oh nein, die ist hot. Müssen wir irgendwie. Leute, die Schädel, wo sind denn die scheiß Schädel? Kannst nicht hier hochspringen. Über die Schädel von allen, die hier einsammeln. Vielleicht da reinpacken oder was? Okay, mal schön wieder die Treppe runter. War das? Ja. Ah, der hat einen Kreuzritterschädel. Also müssen wir die nackten Leichen ansprechen, okay. Ich muss warten. Oh, Ring, legendär heilig. Oh, sehr cool. Wo ist mein legendärer Ring? Ah! Kommen die auf einmal her? Ich spawn noch hier die ganze Zeit, die Scheiße. Ich muss warten. Ich guck mal, was ich mal mit dem Feuer machen kann. Da daneben. Er hat voll mit seiner Axt ausgeholt, hat daneben gehauen. Aua, dann hab ich getroffen. Ja, wird das immer noch abgeschlossen. Ich okay. Bin noch nicht bereit. Nein, ist ausgewichen. Was wir noch hier machen? Wir halten nackten Freaks da umdrehen.
Da liegen überall Leichen, die halb nackt sind. Das ist noch eine. Oh, der hat nichts dabei gehabt. Ich glaube, die Stiefel bei mir. Oh nein, furchterregendes Gerät. Ich muss warten. Daniel, du bist fast tot, pass auf. Da leben. Bestimmt hier, ne? Ich muss warten. Aber die haben mich ja eingesperrt. Also da Wand. Vielleicht noch glatt wütend. Ich bin noch nicht bereit. Na, du bist auch bestimmt einer, ne? Ja, ich habe auch einen gefunden. Alter. Ja, ja. Oh, oh. Das war schmerzhaft hier. Und weg ist er. Ah. Hat's auch einen gefunden? Alter. Ja. Ich muss warten. Ja, bestimmt schon mal hoch. Glaube ich nicht, ey. Ich finde es die da alle. Rein. Nein, irgendwie nicht. Achso, die haben einen eingesammelt. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. Also nochmal mit dem Feuer sprechen. Verschlossen. Nee. Oh. Was, ist das Schwert aufgehoben? Hm. Ja. Wieso? Ich hab das fallen gelassen. Was ist denn das denn auf die? Das ist blau. So egal. Verschlossen. Kannst du am Feuer nochmal ansprechen? Nein. Ich dachte, du hast gerade noch eine Dings gefunden. Nein, ich habe nur das eine Ding gefunden. Du findest die ganze Zeit hier die Dinger. Wo ist denn der? Ich bin noch nicht bereit. Ist hier irgendwo ein halbnackter Typ, den wir noch nicht untersucht haben? Bitte melde dich. Oh, ich hab ihn gefunden. Ist die Glocke. Jawohl. Ich hab die Leiche. Also ja. Okay. Dann machen wir platt, wer auch immer jetzt noch kommt. Schummel, ich pack dich da rein. Sir Tom. Das sind alle drei, die wir gerade besiegt haben. Ich muss warten. Mach dann eben. Und die anderen beiden. Ich muss warten. Wie sehe ich die anderen beiden nicht? Ja, egal, gerade an. Okay. Machen gar nichts. Kämpfen hier.
Okay, jetzt. Stand bei mir die ganze Zeit, glaube ich, hier ging. Ja, bei mir auch. Ich bin noch nicht bereit. Komm jetzt so, oder? Bist du, oder? Ja. Mademoiselle, hören Sie bitte auf damit. Ja, daneben. Doch, nicht direkt. Der Dolch. Bitte. Ist auch länger. Der minus 757. Alter. Wie geht denn das? Wieso ist denn das Ding 700 Punkte weniger Schaden? Ja, so läuft das. Das, das ist 37 Schaden pro Sekunde ist das. 85 Gegenstands machen, was ist das denn? Das ist die Zukunft. Schnelle Bartaxt. Geil. Ja, die Axt hat einen Bart. Ja, so ein Vollbart, die Axt. Oh, ist das der Windmüll? Ich muss auf meine Gefährten warten. Was machst du da lange? Komm her, ich will bimmeln. Und mit diesem Glockenschlag beenden wir diesen Part. Ding, 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 ding. Aufstieg. Ja, ich auch. Und diese Bude gehört jetzt uns.